Festtag für das deutsche Eishockey. Da wollte Barbara Nitsche aus Magdeburg unbedingt dabei sein. Gemeinsam mit Freunden und ihrem Mann Frank, einem gebürtigen Dresdner, reiste sie extra für das Winterderby an. Zum ersten Mal Eishockey live. Die Männer sind sonst beim Fußball hier bei Dynamo Dresden. Und diesmal hieß es dann eben mit dem Eishockey. Und dann habe ich gesagt, oh, wir waren noch nie beim Eishockeyspiel. Ich möchte da auch mal hin. Und dann haben die Karten besorgt und nur sind wir hergekommen. Glühwein in die Hand und rein ins Stadion. Bereits Stunden vor dem Sachsen-Derby füllt sich die Arena. Das Kribbeln steigt auch bei Barbara und ihren Freunden. Als erstes auf dem Eis sind die Legenden. Das Spiel Ost gegen West, DDR gegen BRD, ist für die Fans ein gelungenes Warm-up. Für den Mann mit der Nummer 89 bei den Blauen jedoch weitaus mehr. Vor nicht einmal zwei Wochen wurde Thomas Popisch bei den Eislöwen als Trainer entlassen. Dennoch kommt er zum Winterderby, spielt mit und zeigt Größe. Dass sein Ostteam mit 6:2 verliert, ist Nebensache. Thomas Popisch macht einen lockeren Eindruck, ist es doch irgendwie auch sein Winterderby. Das ist sehr ungewohnt, wird vielleicht auch noch dauern, aber soweit ist es erstmal in Ordnung. Und mit dem heute auch noch, mit dem Spiel, mit dem Training gestern, geht es zurzeit sehr gut, ja. Die Fans sind auf Betriebstemperatur, das Stadion fast voll. Die eigentliche Show kann beginnen. Dresden gegen Weißwasser, ein emotionales Derby, diesmal aber ist alles anders. Fast 32.000 Fans bilden eine atemberaubende Kulisse. Höllenlärm, Lichteffekte, Flutlicht. Spätestens jetzt wird den Herren auf dem Eis klar, das hier wird ihr Spiel des Lebens. Umwerfen, also als wir schon zum Warm-up rein sind, die Stimmung war unglaublich. Dass man sowas machen kann, dass einfach eine Eisfläche auf dem Fußballstadion hingeklatscht wird, ich meine, das ist doch unglaublich. Also, das ist das, was Spaß macht und wieso wir Eis gespielt. Das Winterderby beginnt und schon nach 3 Minuten können die Eislöwen jubeln. Macholder schießt, Kallen fälscht ab, 1:0, die Party nimmt ihren Lauf. Dort, wo sonst die Schwarz-Gelben jubeln, dominieren diesmal die Farben Blau und Weiß. Im ersten Drittel dominieren die Dresdner, spielen gutes Vorchecking und geben Weißwasser wenig Raum. Nach 20 Minuten steht es 1:0. Barbara Nitsche ist mittendrin und erlebt den Abend bisher so. Es ist sehr schön. Das Spiel ist unwahrscheinlich schnell, finde ich. Also wenn man so das erste Mal jetzt dabei ist, muss man natürlich unwahrscheinlich aufpassen. Aber sehr, sehr schön. Und weil dieser Abend ein ganz besonderer ist, werden selbst die Drittelpausen zum Spektakel. Eine Lasershow, ein Rockkonzert, das Winterderby ist alles, bloß kein gewöhnliches Eishockeyspiel. Im zweiten Drittel sind die Lausitzer Füchse gut dabei. Craig Larsen erzielt den Ausgleich, in Unterzahl trifft der Füchse Kapitän, doch Dresden schlägt zurück. Vladislav Velin bringt die Eislöwen erneut in Front, 2:1, ein packendes, ein faires Derby, auf den Rängen und auf dem Eis. Selbst die alten Hasen, wie Eislöwen-Coach Bill Stewart, der in der NHL manche Schlacht geschlagen hat, fühlen sich an diesem Abend wie im Rausch. Ihr alle wisst, als ich hierher gekommen bin, wusste ich nicht, dass mich solch ein Spiel erwartet. Es ist eine großartige, wirklich großartige Atmosphäre. Ich bin sehr happy, dabei zu sein. Im dritten Durchgang drehen dann beide Teams noch einmal auf. Florian Lüsch, letzte Saison noch im Eislöwendress, erzielt den erneuten Füchse-Ausgleich. Doch postwendend kommt die Antwort, Steven Rupprich und das 3:2. Beide Teams liefern sich einen irren Fight, wollen dieses einmalige Spiel unbedingt gewinnen. Darren Haider macht den Wahnsinn dann perfekt, 3:3, wieder kann Weißwasser ausgleichen. Der viel umjubelte Treffer beschert dem Winterderby seinen Höhepunkt. Das Rekordspiel der DEL2 geht in die Verlängerung. Und in dieser dauert es exakt 2 Minuten und 2 Sekunden, ehe Mirko Sacher das Spiel entscheidet. Ein Treffer für die Geschichtsbücher. Die Eislöwen gewinnen mit 4:3 und der Rest ist Freude pur. Das ist wahnsinnige Gefühl vor der Fankurve, wenn du siehst, wie alle hochspringen. Das ist Wahnsinn. War natürlich schwieriger, waren schwierigere Bedingungen. Das Eis war jetzt nicht so optimal halt wie bei uns in der Eishalle ganz normal. Und da ging halt viel über Kampf, über Laufbereitschaft. Und ich glaube, es war ein enges Spiel. Und ja, die Fans haben was zu sehen bekommen, Overtime, und wir haben gewonnen, alles okay. Das war ein irres Spiel für uns als Mannschaft, für den Verein, für die Stadt und die Liga. Ich hatte richtig Spaß und bin ehrlich gesagt ziemlich froh, dass wir gewonnen haben. Das Winterderby, ein perfekter Tag, ein Mega-Event.
Liga und Verband sind voll des Lobes, die Eislöwen wirtschaftlich saniert. Auch Barbara Nitsche aus Magdeburg fährt zufrieden nach Hause und sie wird wiederkommen. Also es war sehr, sehr interessant. Es hat unwahrscheinlich viel Spaß gemacht. Was jetzt für mich das nochmal wäre, wäre dieser Kontrast im Stadion hat man ja jetzt, aber dann in der Halle, in so einer Eishockeyhalle, dann nochmal das zu sehen, um zu sehen, wie die Atmosphäre da ist, ob das dann anders ist, weil man da dichter dran ist. Also es war unwahrscheinlich schön und wir gucken uns sowas bestimmt nochmal an. Die erste Gelegenheit gibt es am Freitag. Dann nämlich ist der Alltag zurück vor knapp 3000 Fans in der heimischen Arena gegen das Spitzenteam aus Bremerhaven.